Ja, ich habe gerade einen mehr wichtigen Post geschrieben über das Portal. Das Portal ist mein nächstes Programm. Das ist kein Programm, sondern es ist eine Aktivierung, es ist eine Erkenntnis, weil für mich ist es so mega wichtig, dass mal eine andere Ansicht über Coaching endlich mal geteilt wird. Weil es geht nicht drum, von jemandem zu lernen, es geht nicht drum, in jemand seiner Energie zu sein, der schon dort ist, wo man sein will, der das Leben lebt, das man selber leben will. Das ist Mangeldenken. Das ist Verkaufen. Darum geht es nicht. Es geht darum, zu erkennen. Es geht darum, selber zu erkennen. Es geht nicht darum, zu lernen. Du hast alles Wissen der Welt zur Verfügung. Wir haben alle alles Wissen der Welt zur Verfügung. Es gibt nichts, was wir im Prinzip nicht wissen. Es gibt nur Dinge, die wir noch nicht erkennen. Und genau darum geht es, dass wir in diesen Erkenntniszustand kommen, dass wir erkennen, wer wir wirklich sind. Und nicht, dass wir noch mehr lernen und noch mehr von anderen lernen. Alles Wissen ist da. Wir sind das Portal. Wir haben den Zugang zu allem Wissen. Wir wissen jeden Moment, was wir wissen müssen. Und niemand anders kann das für uns wissen. Das Einzige, was wir zu tun haben, ist zu wissen, dass wir wissen. Und wir wissen, weil wir sind. Wir wissen alles, weil wir alles sind, weil es nichts, kein Wissen, keinen Seinszustand außerhalb von uns, von unserer Wahrnehmung geben kann. Es ist absolut 100% unmöglich. Und aus diesem Grund gilt es jetzt langsam zu verstehen, dass du nicht mehr lernen musst, sondern du musst wissen, wer du bist. Du musst deinen Seinszustand selber erkennen. Und das zu erkennen bedeutet, dass du erkennst, dass du heil bist, dass du in Ordnung bist, dass du gesund bist, dass dir nichts fehlt, dass du keine Sorgen haben musst. Dies ist der Weg zur Erkenntnis. Und nur darum geht es. Nicht um besser zu werden, um seine Persönlichkeit besser zu entwickeln, um intelligenter zu werden oder auch emotionaler intelligenter zu werden. All diese Dinge, die heute angeboten werden sozusagen, die brauchst du nicht. Du brauchst auch nicht dein Human Design kennen. Du musst dein eigenes göttliches Design kennen. Nur das musst du kennen. Du musst auch niemanden anders da draußen verstehen, weil jeder Mensch, jede Situation ist eine Reflexion von dir selber. Und in dem Moment, wo du das erkennst, dass es kein Leben mit irgendeinem freien eigenen Willen außerhalb von dir gibt, in dem Moment bist du frei und in dem Moment bist du in deiner Power und in dem Moment kannst du alles haben, alles manifestieren, alles kreieren, was du möchtest, weil du dich einfach dort erfährst, in dieser Realität, die du haben möchtest und aufhörst, dich dort zu erfahren, wo du eigentlich nicht sein möchtest. Aber du bist immer dort, wo du bist, als der oder die, die du bist. Und in dem Moment, wo du erkennst, dass es das Einzige ist, was deine äußere Realität verändern kann, ist, dass du dich veränderst. Kommst du in deine Macht und in deine Kraft und deine Power. Und warum ist es nicht so einfach? Weil wir unseren Ego-Mind, weil wir diesen Mindset, diesen Verständnis-Mindset, diesen logischen Mindset, an den alle glauben, mit dem alle belehrt werden, der überall gelehrt wird, so voll sind. Wir sind voll mit Überzeugungen, die uns nicht erlauben, uns als das wahrzunehmen, was wir wirklich sind. Die uns nicht erlauben, einfach nur glücklich und erfüllt zu sein. Weil das ist unser Grundseinszustand, ist glücklich, erfüllt
Aber so viele Geschichten, Dinge, Ansichten und Überzeugungen sind uns beigebracht und gelehrt worden, die immer wieder dafür sorgen, dass wir getrennt sind von diesem Zustand der Erfüllung. Und diese Trennung aufzuheben, geht nur über Erkenntnis. Deine eigene Erkenntnis, das machst du, das macht niemand von außen, da gibt dir niemand irgendeinen Code, da gibt dir niemand irgendeine Einweihung, sondern das machst du, du machst es. Wenn du einen Erlaubnisgeber brauchst, dann bist du immer abhängig. Aber wenn du dieses Selbsterkenntnis hast, dass du selber alles bist und dass du das Portal zu allem bist, dass es nichts, keine Manifestation geben kann im Außen, keinen Menschen, keine Sache, keine Situation, keinen Ort, ohne dass es durch dein Portal durchgegangen ist, ohne dass es durch dich durchgegangen ist, durch dich entstanden ist, aus dir heraus entstanden ist. Das ist so machtvoll, das ist so groß. Und das ist die Größe, die für uns gedacht ist. Das ist die Größe, die wir erkennen dürfen. Und deswegen ist es kein Weg des Lernens, sondern ein Weg der Erkenntnis. Und wenn diese Erkenntnis da ist, dann beginnt die nächste Phase dieses Weges, in dieser Erkenntnis über diese Welt zu gehen, in dieser Erkenntnis durch dein Leben zu gehen und zu erkennen, wie groß deine Heilkraft ist, wie groß deine Transformationskraft ist, wie machtvoll du bist, weil eben nichts von dir getrennt ist. Und genau darum geht es in das Portal. Du bist das Portal. Ich bin das Portal. Ich bin, ist die kraftvollste Aussage, die ich tun kann. Ich bin alles, das ich bin. Ich habe alle Seiten, ich habe alle Facetten, ich habe alles. Ich habe die ganze Welt in mir. Ich habe das ganze Leid in mir. Ich habe die ganze Freude in mir. Ich habe die ganze Krankheit in mir und ich habe die ganze Gesundheit in mir. Ich habe die ganze Armut in mir. Ich habe den ganzen Reichtum in mir. Weil ich das Portal bin, öffne ich aber jeweils die Tür zu Fülle und zu Liebe oder die Tür zu Mangel und Leid. Welche Tür öffnest du täglich? Wodurch geht deine Eindrücke durch? Womit filterst du? Mit welchen Ansichten und Perspektiven filterst du dein Leben? Kreierst du immer wieder das Gleiche? Kreierst du immer wieder Leid? Kreierst du immer wieder Angst? Dann bist du das Portal zu Angst, aber das musst du nicht sein, denn du hast die Wahl. Denn dein wahrhaftiges Portal führt dich ins Paradies, in die Fülle. Gott hat dir das Königreich gegeben. Aber du musst es sehen, du musst es erkennen. Du musst es spüren, du musst es wahrnehmen. Und darum geht es. Zu wissen, ich bin das Portal zu allem. Ich kann ein Leben kreieren aus Fülle, aus Liebe, aus Freude, aus Leichtigkeit. Aber dazu muss ich wissen, dass ich das bin und wie ich das sein kann. Und ich habe gelernt, das Portal zu Leid, zu Mangel, zu Traurigkeit, zu Ängsten zu sein. Und genau das ist der Punkt. Das ist der Sinn des Lebens. Es ist der Sinn des Lebens zu verstehen, wie ich wirke, wie ich eine Reflexion erzeuge von mir im Außen, immer. Und da kommen solche Gedanken in den Sinn, ja, aber warum leiden dann Kinder, warum sind kleine Kinder krank, warum gibt es so viel Armut und so viel Misshandlung? Diese Fragen musst du dir beantworten, natürlich. Und ich habe die Antwort auf diese Fragen. Aber du musst in den Zustand kommen, diese Antwort verstehen zu können, um diese Fragen, wirklich die Antworten zu diesen Fragen richtig annehmen zu können. Weil aus der weltlichen Perspektive ist es so übel und gehört bekämpft. Aber aus der energetischen Perspektive weißt du, dass du alles, was du bekämpfst, dass das mehr wird. Dass du mehr davon erzeugst, dass du
mehr Reflexion, mehr Leid du in dir trägst, desto mehr Leid wirst du nach außen reflektieren. Und wenn du dich innerlich heilst, wenn du dein Leiden innerlich heilst, deine Ängste innerlich heilst, weil du erkennst, dass du wählst, wer du bist, in deinem Inneren, dass dir im Außen niemand sagt, wer du bist, sondern dass du weißt, wer du bist in deinem Inneren. Und all diese Dinge, die muss der Verstand verstehen, und dazu dient das Portal. All deine Fragen werden beantwortet, die du jetzt schon stellen kannst, die du aber vielleicht noch gar nicht weißt, diese Fragen, die in dir die Tür verschließen, das zu sein, was du wirklich bist, als göttliches, unendlich liebendes, liebeerzeugendes, heilerzeugendes Wesen hier. Ja, das sind meine heutigen Worte zu das Portal. Im Moment ist es so, es kostet 999 Euro für 8 Wochen. Du hast 4 Coaching Calls, 4 Lessons und 4 Q&As. Alles live in Zoom. Der Preis wird steigen. Es ist für jeden. Für jeden, der merkt, dass ich recht habe. Für jeden, der merkt, dass es genau um das geht und dass es nicht darum geht, noch weiter ein Businessprogramm zu machen, noch weiter irgendein Hokuspokus anzunehmen, sich kurz übertragen zu lassen, sondern du bist das Portal, du bist der Code, du bist die Tür, du bist alles. Und diese Erkenntnis macht dich eben frei, diese Erkenntnis macht dich glücklich. Diese Erkenntnis holt dich aus Depression, diese Erkenntnis holt dich aus Angst. Das ist die einzige Erkenntnis der Heilung, indem du das erkennst. Und dieser Preis, der ist genau der richtige Preis. Er wird trotzdem steigen, weil jeder Preis der richtige Preis ist. Weil es überhaupt keinen Preis gibt. In der Unendlichkeit gibt es keinen Preis, es gibt keine Menge. Es gibt auch keine Zeit. Das ist alles menschengemacht. Deswegen kann ich nie falsch sein mit dem Timing für meine Programme. Ich kann nie falsch sein mit dem Preis für meine Programme. Ich kann niemals falsch sein. Und genauso du. Aber diese Erkenntnis muss man haben. Diese Erkenntnis darf man haben. Diese Erkenntnis darf man sich nehmen. Man darf sich alles nehmen, weil alles da ist. Ja, also, ich komme jetzt zum Ende von diesem Live. Wenn du Fragen hast, kannst du mir schreiben im Messenger. Und schau dir dann mein Video nochmal an und schau es dir nochmal an und lass es auf dich wirken. Weil die Dinge, die ich sage, die kommen nicht aus dem logischen Verstand. Die kommen nicht aus der Analyse. Die kommen aus der Wahrheit. Und die Wahrheit ist wahrhaftig einfach da. Sie existiert. Die Wahrheit sind wir, sie ist in uns, wir sind in die Wahrheit hineingeboren, genauso wie in die Lüge. Und wir sind hier, um diesen Unterschied zu erkennen, das ist die duale Welt. Und hier Erkenntnis zu bekommen, bedeutet Klarheit, Fülle, Liebe, alles, was du dir wünschst, ist da für